Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tales of Berseria. Ich habe auf die andere Seite begeben. Schau einmal kurz hier noch rein, bevor wir da unten weitergehen. Und hier ist das Geobot-Symbol, sehr nice. Hat sich ganz schnell fortbewegen und zwei Truhen. So, Flüssigkeit zum Aufwerten, ja. Läufer, ja, das ist, die Tür kann man nicht betreten, denke ich mal. Doch, kann man. Versiegelt, okay, das heißt, könnte irgendwann anders vielleicht durch. Bestimmt sogar, weil da ist sogar Weg eingezeichnet. Das heißt, wir müssen einfach woanders hin. Interessant. Aber wir haben noch einen Weg zum Glück offen. So. Ich finde immer interessant, dass mir das mit der Schwester und Eisen, also, dass sie Schwester ist, habe ich schon immer gedacht, aber dass mir das nicht aufgefallen ist, was mit, dass das alles mit Cestiria so logisch zusammenhängt. Das ist zu blind, war es unglaublich. Ich will aber auch nicht spoilern, das heißt, ich werde dazu nichts sagen, sobald wie es passiert. Oh man, hier sind so viele Sachen, die ich eigentlich nachgucken müsste, ob da. Ich muss einfach hinten in die Ecke, ob da irgendwas rumliegt. Oh, knapp. So, ist hier irgendwo was zum Mitnehmen, was ich gebrauchen könnte? Okay, ist auf jeden Fall ein Schalter. Machst du irgendwas? Oder muss ich mehrere auf einmal aktivieren wieder? Schau ich mal. Ist hier noch ein Schalter? Nee. Die Frage ist, ob der wieder ausgeht. Ich guck mich jetzt mal um, ob ich noch einen zweiten Schalter finde. Muss man sich leider ein bisschen genauer umgucken dann. Da ist noch einer. Jetzt können wir mal testen, ob die wieder ausgehen. Ne, wir brauchen da wirklich beide. Hier ist noch einer. Auf der anderen Seite ist auch einer, ne? Ja, müssen wir vielleicht an den als nächstes ran. Oh, nö. Ah, auf, Hilfe. Boah, knapp. Gut. Da ist kein Schalter, das heißt, wir werden wahrscheinlich nächstes da die mittlere Tür aufbekommen, wenn wir den rechten Schalter da oben betätigen. So, den. Genau, den da auch. Die Tür ist offen, perfekt. Und ohne den Gegner reinzulaufen und. Oh, war das knapp. Gut, und ohne irgendwas falsch zu machen, finde ich echt gut. Dieses Geopart, diese Empfindlichkeit. Das kriegt man aus dem Glück noch ganz gut hin. Ich bin momentan dabei. Zu gucken, welche Maus ich mir hole. Momentan ist es die Logitech G502. Weil ich habe momentan eine Maus, die hält jetzt 4 Jahre. Für 20 Euro. Oh, und ich hätte später weiter. Zeit für einen Kampf. Ein paar mehr Gegner, wie es aussieht. Ja, Effekte Spam. So, ich hoffe, ich verbrenne irgendjemanden oder ähnliches. Also es war ein sehr schöner Treffer, so gesehen, aber leider habe ich keinen Effekt bekommen. Was habt ihr denn für Schwäche Feuer? Kommt mir eigentlich ziemlich gut. Jetzt habe ich ein großes Problem. Ein Punkt. Ja, ich habe einen Punkt wieder bekommen. Wenn ich sie besiegen kann, kann ich noch einen Effekt wieder bekommen. War sehr schlecht mit dem Bocken aufgehört von mir. Sehr nice, verwirrt. So, Gegner aus dem Weg. Ich treffe immer sehr, sehr schön viele Gegner, das finde ich echt nice. Und selbst wenn ich keine Energie bekomme, gewinnen wir diesen Kampf. Abgesniped, noch einen Punkt abgestaubt. Das Kampf ist aber nicht so anstrengend.
Ich glaube, wir können einfach weitergehen. Ah. Was war das denn? Ich habe nicht was gesehen. Und ich habe auf einen Schlag erstmal alles verbrannt. Hey, bleib stehen. So, schön gesniped wieder. Finde echt schön, dass mein Feuerangriff im Fergefangsuch ist. Oh, es sind zu viele Gegner, ich sehe dich. Und es geht, es wird auch immer bombastischer, dass man gar nicht mehr durchblickt, wo was ist. Über einfach nur Elemente, Wind, Wasser, Feuer. Ich bin fast tot. Ich setze mal weg für mich ein. Irgendwie kriegt es keiner hin, mich zu heilen. Also heile ich mich selber. Ah, 30% reichen. Wahrscheinlich bin ich auch ein bisschen selber schuld, weil ich immer meinen Effekt aktiviere. Es wird natürlich auch einfach. Gleich mal bitte bewegen, danke. Gib mir auch ein bisschen AP zum Glück wieder. Aktiviere es einfach mal wieder, dann heilt es mich ja gleichzeitig auch. Selbst wenn ich mein Skill nicht aktiviere, heilt es mich ja zum Glück schön hoch. Weiter, ich habe so viele Punkte, ich kann das ruhig spammen und mich damit heilen. Ja. Ich habe ein Problem, ich bin fast tot. Ups. Ups. Aber dass sie mich einfach alle um mich rumspawnen und mich anfliegen, ist echt fies. So, ist nämlich mal ein starkes Gelee. So, und wir gehen weiter. So, das heißt, wir müssen jetzt entscheiden. Links, rechts ist, glaube ich, kein Unterschied. Da bin ich ja trotzdem. Ah, ich sehe schon. Okay. Zum Glück sind hier keine Gegner gerade. Das heißt, wir können da ganz. In den wollte ich nicht reinlaufen. Ach, toll. Ich hätte vielleicht zuerst doch erstmal Defekte holen sollen. So, jetzt. Komm schon, verwirr ihn oder. Mach irgendwas mit diesem Gegner. Nicht du, ich. Warum hört ihr mir auf zu bocken, wenn sie gerade anfangen zu schlagen? Das ist ziemlich doof. Schön. Da ist wirklich ein Schalter. Ich habe schon gedacht, ich habe irgendwas falsch gesehen. Okay, dann ist die Tür aufgegangen. Ich habe es genau gehört. Das heißt, wir gehen weiter. Vorsichtig aber auch nur. Da ist noch eine Truhe. Krafttrink klingt gut. Ich werde die Sachen, die zwei Seelen sind jetzt nicht so wichtig. Ich meine, wir hatten die Truhe erst eben. Und ein paar Seelen kommen uns ja auch noch in den Weg. Das sollte schon alles gehen. So, ist hier noch ein Schalter? Nein, da gehen wir an dem Hops einfach vorbei. Finde ich gut, dass wir dich so extrem verleveln müssen. Dass das alles vom Kraft immer noch ziemlich gut geht. Okay, das gefällt mir nicht, wie das hier aussieht. Man kann speichern und das ist ein Feuersiegel vor. Ja. Da ist keiner. Da ist noch einer. Achso, das war's schon. Plötzlich kommt irgendwie ein super kompliziertes Rätsel oder so, habe ich gedacht. Aber nee, das ging easy. Die sehen jetzt aber mit, weil ja auch keine Gegner sind. Ich hätte sie auch guten Gegner hinsetzen können. Das ist noch ein riesiges Gebiet. Und wir speichern mal wieder. Ich könnte zwar auch dieses Autosave machen, aber ich mag das so lieber. Oh, nice. Was ist es? Eisenkraut, Verteidigung 3. Nice. Ich muss die irgendwo mal einsetzen. Aber wir kommen immer so gut zurecht. Weil ich liebe solche Sachen zu farmen und ganz am Ende es einzusetzen. Okay, da unten ist sofort noch eine Tür und ein Event-Symbol. Heißt für uns ja schon mal, ich habe das Gefühl, ich müsse mich jetzt hier einmal kurz auf was einstellen. Es war ja draußen auch ein Speicherpunkt so gesehen, also kochen wir jetzt einfach einmal. Wir haben so viel. Autokochen, nein. Kochen und essen. Jemand ist kapiert auf 50% Zinkschild, 50% wieder her. Nehmen wir das mal.
Kann nicht schaden. Und wir lassen kochen... dich. Gut, das haben wir gekocht. Und Event? Ich muss erst die beiden Sachen aufmachen. Was ist denn da hinten rechts? Das ist diese eine Gebiet, wo wir nicht durchkamen, weil das Siegel davor war? Ja, ne, oder? Würde mich sehr wundern, wenn nicht. Okay, ja, das ist wirklich die Tür, die von einer Seite versiegelt war. Das heißt, es ist nur ein schnellerer Rückweg. Heißt auf jeden Fall auch, dass wir hier zurückgehen müssen. Oder nur, falls man wieder raus muss, weil man was vergessen hat. Keine Ahnung, warum. Lässt die Vermutung natürlich immer größer werden, dass da jetzt ein Bosskampf hinter uns ist. Und dann stellen wir uns diesen Kampf uns einfach mal und sollte eigentlich klappen. Ich meine, wir haben gekocht, wir werden einmal geheilt, wenn es notwendig ist. Das ist ein magischer... Ach ja, es fehlt noch einer. Achso, da hinten ist noch eine in der Ecke, okay. Noch einer? Okay. Das sind mal viele diesmal. Gut, jetzt haben wir es. Kekkai! Kuma des! 3度目の正直だな。はあ。メディサね。ええ、そうよ。あなたたちは?あんたと同じく聖霊を同志アルトリウスを恨む者よ。安心してください。 私たちはあなたを助けに来たんです。助かりませんよ。え?諦めないでください。私は。いいえ、助からないのはあなたたちです。同志アルトリウス様の理想を、聖霊のことわりを汚す者たちは、私が殺します。 Okay, erstmal ein paar Schlangen. So, ja, damit... Ach, das fiese dabei ist. Damit gleicht natürlich unseren Kocheffekt aus, ne? Ich hätte Autokoch anmachen müssen. Kann man das in Kampf? Autokoch anmachen? Oder ist der Kocheffekt noch da, weil wir ihn nicht gebraucht haben? Natürlich fies, da hat den Kocheffekt ausgeschaltet. あの蛇女が召喚してやがる。本体を叩かねば、拉致が開かんぞ。その左手。そう、あなたが噂の。なぜです、メリサ。あなたは聖霊に無理やりクーマにされたのではないのですか。違うわ。私は自らの意志でクーマになったのよ。 でも、あなたの娘さんはゴーマになって大魔師に。それで、聖霊を恨んでいるんじゃ。ええ、恨んでいるわ。人間の汚れがゴーマを生んでしまうこの世界を。あなた、汚れのことを。大魔師様が教えてくれたわ。ディアナがゴーマになったのは、あの子が汚れを発したせいだって。だったら、 私は汚れを喰らうクーマになる。二度とディアナのような悲劇が起きないように。どんな醜い姿になろうが構わない。カノヌシ様を復活させ、この悲惨な世界を変えるのよ。オッケー。ああ、そう。なら強引にさらうまでよ。 Sieht echt cool aus. Wir machen erstmal die Viecher tot. Ich mag die Viecher übrigens nicht gerne. Weil ich krieg bei denen so schlechte Effekte raus. Komm schon. Ach Mist. Wir müssen die großen Rüstung ausschalten, schnell es geht. Oh oh, ausweichen. Die haben mich verlegen, die Viecher, die Großen.
Ich hoffe, die anderen stehen hoffentlich ihre Position da, solange ich die Viecher hier töte. Sehr nice. Ein wieder getötet. Noch einer tot? So muss das sein. Komm schon, lass den Skill ein. Endlich. Wir hören uns am besten unsere Effekte nochmal rein, bevor sie irgendeinen starken Skill einsetzt. Eisen hat mich geheilt, ich habe einen Speed-Buff, das ist auch nice. Ah. Nein! Dachel-Tiefer. Steinert? Okay. Objekte. Magst du mich bitte einmal mit dem Allheil... bitte heilen? Danke. Der Treffer gegen Shadows Effect ist mal resistent, das heißt, ich kann sie erstmal ein bisschen hauen. Hat sie gerade voll daneben gehauen mit ihrem Skill? Das ist ziemlich lustig, was ich ehrlich sage. Und die kleinen Schlangen laufen nämlich rein, das heißt, ich habe sogar volle Effekte. Ich bin aber auch immun gegen ihre Effekte, das ist echt nice. Ja, wir pushen sie ganz schön gegen eine Wand und sie kann nicht viel dagegen tun. Oh, meine Mates sind alle versteinert, oder? Okay, hört auch noch mal Zeit, gut zu wissen. Ah, das war leider daneben. Verdrück mich mal noch zwischendurch mit den Knöpfen leider. Sind echt nice, dass ich gegen Schatzeffekte immun bin. Ich drücke mal den falschen Knopf, über E statt R. Und weiter draufhauen, weiter draufhauen. Oh, ich wollte echt C drücken. Mist. ここ ゴーマ、クーマ、サイカの剣種。好きに呼んでくれるわね。でも、私が魔王だって言うなら、あんたは魔王に利用される。それだけよ。させない。あの子は私のせいで。だから私は、死ぬまで戦わなきゃいけないのよ。やめて!邪魔をするな!嫌だ! もうお母さんが死ぬのなんて見たくない。モアナもエレノアもお母さんが死んじゃった。それってすごく悲しいことなんだ。モアナ?声量に無理やりクーマにされた少女です。娘を助けようとしたモアナの母親はお腹を空かせたあの子に自分を差し出して。 ずっと泣いてるんだ。お母さんに会いたいって。だから、お母さんが死んだら、ディアナだってきっと悲しむよ。ディアナ?お母さんは私がいらないんだね。新しいお父さんの方が好きなんだ!違う。私はあなたのために。でも、 あなたは自分が邪魔者だと悩んで、汚れ、傲慢になってしまった。私のせいで、ごめんね。ごめんなさい。大丈夫。気絶しただけだ。このまま連れて帰るわよ。念のため、 拘束術をかけておく。どうやら声量は
メディサの後悔を利用したようじゃな。クーマとして自分たちに従うように。そんな、残酷すぎます。じゃが、リにはかなっておる。そうですね、断りに反しているのは私の方です。ここからメディサを連れ出せば、ヘラビーサがどうなるかわからない。なのに私は自分のこだわりのためにそれをしようとしている。メディサ本人の決意まで打ち砕いて。断りで言うなら、汚れる人間個人が悪いのよ。あんたが責任を感じることじゃないわ。だとしても私は目をそらしたくありません。自分が選んだ道の先にある現実から、それが断りに反する私のせめてもの義務です。本当に面倒ね、あんたもこの女も。ごちゃごちゃ考えないで、悪事は全部最下の剣手のせいにでもしとけばいいのよ。ベルベット、別に気を使ったわけじゃない。私は気にしないってことよ。道の先に何があろうとね。Okay. Habe diesen Boss auch geschafft. Gibt's was Neues? Ja. Schalte zufällig Fertigkeiten der Stufe 3 frei. Warte. Schalte zufällig Fertigkeiten der Stufe 3 frei? Moment. Fertigkeiten der Stufe 3. Manche haben wir echt schon weit fortgeschritten eingesetzt. Erdender Schlag. Aber woran sieht man denn, ob etwas Stufe 3 ist oder nicht? Hm, interessant. Aber okay, dann werde ich mich jetzt noch hier rausbegeben. Und noch einmal kurz dieses Teil annehmen. Triple, sehr nice. 探索戦. So, und ich werde mich jetzt hier rausbegeben, und wenn noch eine Sequenz kommt, werde ich sie noch hinten ranschneiden. Da würde ich einfach erstmal sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich schalte nächstes Mal wieder ein, das Let's Play Tales of Berseria. Und wir uns mal einem neuen Ziel widmen. Ich bin gespannt, wo es hingeht. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.